Welche neuen Möglichkeiten hatten Wissenschaftler nach dem Fall der Mauer? Das ist jetzt auch Thema in unserem Studiogespräch mit Professor Ernst Theodor Rietschel. Er ist Chemiker und war lange Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, ein Forschungsverbund, zu dem auch Institute der ehemaligen DDR gehören. Herzlich willkommen. Herr Rietschel, der Arzt gerade eben hat enorm von diesem neuen freien Ideenaustausch profitiert. Kennen Sie andere solcher Beispiele? Ja, es gibt zahlreiche Beispiele, weil der Mauerfall das deutsche Wissenschaftssystem insofern revolutioniert hat, als er es ausgedehnt hat. Es waren plötzlich Möglichkeiten gegeben, auf Gebieten zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, die vorher nicht vorhanden waren. Zum Beispiel in der Neurologie, also der Gehirnwissenschaften, wo es hervorragende Einrichtungen gab in der ehemaligen DDR und genauso in Westdeutschland. Und die haben sich also synergistisch ergänzt und ganz neue Methoden entwickelt. Weltzentren gegründet, zum Beispiel in Magdeburg, die vorher nicht denkbar waren. Im Osten. Ja. Das heißt, beide Seiten haben voneinander profitiert. Beide haben voneinander profitiert. Beide haben auch profitiert in der Wettbewerbssituation, die die Wissenschaft prägt. Wissenschaft muss immer sich messen an einem globalen Anspruch. Und die Evaluierung, das heißt die Begutachtung der einzelnen Institute nach dem Mauerfall in der ehemaligen DDR. Da stand die Wissenschaft erstmal auf dem Prüfstand. Die hatte so etwas den Ruch, dass sie nicht Weltklasse war, was, wenn man das ganz breit anschaut, natürlich auch der Fall war aufgrund der Bedingungen. Aber in Einzelfällen war sie eben hervorragend gut. Und die Einzelfälle mussten identifiziert werden. Das hat man mit einem strengen Begutachtungssystem gemacht. Und dieses Begutachtungssystem, was dann angewendet worden ist auf die damaligen Akademieinstitute, dieses Begutachtungssystem ist dann massiv zurückgeschwappt in den Westen und hat sozusagen die gesamte Situation hinterher beflügelt. Also beide Seiten waren gezwungen, besser zu werden. Und es war von da an ein Aufschwung in der deutschen Wissenschaft, der ungeahnt war. Also der Mauerfall hat nicht nur da das Systeme zusammengebracht, sondern auch Menschen und die gesamte Wissenschaft zusammengebracht. Und trotzdem, es muss ja Bereiche gegeben haben, wo der Wissenschaftsaustausch nicht so gut funktioniert hat, wo es Vorurteile gegeben hat. Die Naturwissenschaften sind ja nicht so ideologisch besetzt, aber die Geisteswissenschaft schon. Wie hat man mit Politikwissenschaftlern zusammengearbeitet, die an alten Wertevorstellungen, Staatsvorstellungen festgehalten haben? Das war sicher ein großes Problem. Ich habe jetzt gesprochen vor allem von außeruniversitären Einrichtungen, aber die Universitäten selbst mussten sich neu organisieren. Vor allem in den Geisteswissenschaften. Und da gab es auch natürlich sehr bittere Situationen. Also insgesamt mussten rund 22.000 Menschen, die an Universitäten oder Akademieinstituten in der ehemaligen DDR waren, ihren Arbeitsplatz verlassen. Das war vor allem auch in den Geisteswissenschaften, weil es eben ideologisch besetzt war. Also das musste erstmal auch überwunden werden. Ja, das musste überwunden werden. Das hat auch lange gedauert. Insofern gibt es bei diesem ganzen Prozess nicht nur Gewinner, sondern es gibt auch Verlierer. Schauen wir noch mal vielleicht ganz kurz auf die heutige Situation. Sie organisieren eine Falling Walls-Konferenz. Da präsentieren Wissenschaftler aus aller Welt ihre Forschungsergebnisse. Sie machen das immer am 9. November, am Tag des Mauerfalls in Berlin. Warum machen Sie das? Warum ist das so wichtig? Ja, die Grundidee, die von Sebastian Turner stammt, war Mauerfall, ein Symbol auch für Mauern, die fallen im Geistigen. Also Autoritäten bauen Mauern auf, Disziplinen bauen Mauern auf. Und die Frage an die Person, die wir dort einladen, ist ganz einfach. Was in deiner Disziplin gab es für eine Mauer? Wer hat die aufgebaut? Wie sah die aus? Und wie hast du es geschafft, diese Mauer zu überwinden? Was hast du für einen Durchbruch im wahrsten Sinne des Wortes geschafft, um die Mauer, die existierte, zum Einbrechen zu finden? Also auch heute wollen Sie noch immer Durchbrüche, wissenschaftliche Durchbrüche präsentieren. Dankeschön für diese Informationen.